Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei dieser kleinen Preview zum Patch 0915 dabei seid und ich hier euch ein bisschen einstimmen will auf den neuen Patch. Dabei schauen wir uns heute die neuen HD-Panzer an, die neuen Möglichkeiten in der Garage und natürlich auch zur wahrscheinlich stärksten Veränderung, die wir hier sofort sehen, und zwar, wie wir wissen, der Waffenträger auf R100 wird ersetzt durch die Grille 15. Und die zweite Änderung sehen wir hier auch mit, weil ich kann euch den Panzer zeigen, ohne dass ich ihn erforscht habe. Und das ist schön, man kann sich nämlich den hier direkt anzeigen lassen, kann hier, falls es Änderungen gäbe, könnte man die hier auch auswählen und sieht hier sofort, was wie wo passiert. Man sieht den Standardschaden, man sieht den Durchschlag, man sieht die Feuerrate, die Nachladezeit, ob es Turmdrehgeschwindigkeit ist, die Neigung. Alles andere sieht man hier wirklich sehr, sehr schön aufgelistet. Also diese neue Anzeige ist sehr sinnvoll, beinhaltet auch immer sofort das, was der Panzer an Fähigkeiten drauf hat. Sobald man nämlich auch irgendwelche Equipments rausstattet, dann wird es dementsprechend angepasst und man sieht sofort, was wie passiert. Auch die Sicht bei einem Fahrzeug ohne Bewegung oder während es sich bewegt, wie sich das da verhält. Und auch die Sichtweite sieht man hier sehr schön. Erinnert so ein bisschen an World of Warships. Und dann sieht man, dass da Wargaming schon so ein bisschen auch auf seine eigenen Spiele schaut. Wir schauen uns aber den Panzer natürlich speziell nochmal an. Und sehen hier, pro Minute kriegt man 3,64 Granaten raus. Mit einem Schaden von 750. Und der Durchschlag mit normal sind 2,79 bzw. 3,34. Wir haben 900 PS, was für eine wirklich gute Endgeschwindigkeit sorgt. Das sieht man hier, Topspeed 60 km/h, also der ist sehr flink unterwegs. Das ist ein Riesenvorteil, den der Panzer mit sich bringt. Natürlich aber die Panzerung sehr, sehr, sehr überschaubar mit 30, 16 und 20. Also Panzerung sehr, sehr weich, auch definitiv eher ein TD, der auf seine Agilität setzen wird. Ansonsten, Panzer, die ebenfalls verändert werden. Der Kanonenjagdpanzer wird verändert, der wird gebufft. Der T-22 zum Beispiel, der wird deutlich genervt. Der 59 Patton, M56 Scorpion, T95E2, 112, STA2, alles Panzer, die gebufft werden. Die UIs werden ein bisschen genervt, die bekommen eine kleine Verschlechterung. Auch der Heavy Tank, der im Prinzip ja der Tiger ist, oder der Tiger in dem Fall für die Deutschsprachigen, der wird verbessert. Also da einiges, was angepasst wird. Die genaue Liste, die würde ich euch einfach hier posten, weil es geht sonst etwas zu weit. Aber ihr kennt auch das, wir wollen noch schauen, wie schauen so die HD-Panzer aus. Und das ist mit dem Patch deutlich vereinfacht worden. Wir fangen mit dem russischen Tech Tree an und können jetzt nämlich hier, also wenn wir hier mit der Maus drüber gehen, sehen wir hier schon eine neue Ansicht. Und wenn ich jetzt rechtsklick, Preview Vehicle, dann sieht man hier den Panzer. Das ist direkt die HD-Variante. Und das ist jetzt gar nicht so das eigentlich Coole von diesem Patch, sondern man kann jetzt wirklich sich schön sehen und zeigen lassen, was passiert, wenn ich jetzt den neuen Turm draufstecke. Okay, oder, aha, die Kanone finde ich ja nicht schlecht, aber wie schaut es eigentlich mit der Autoloader-Kanone aus? Ah, geil. Und ich sehe hier auch, was verbessert sich, wie verändert sich was, was ist der Unterschied? Sehr, sehr sinnvoll. Also, das haben sie wirklich gut gemacht. Also, jetzt aber, wir bleiben bei dem Hauptthema. Die HD-Panzer, hier der T-46. So, weiter geht's mit dem BT-7. Gerade vorne natürlich diese Dellen, na, deutliche Gebrauchsspuren zu sehen. Ich finde auch schön, dass man hier sehen muss, okay, ich muss erstmal die Ketten erforschen dafür, dass ich den Turm komme und dass ich überhaupt die Kanone brauche, wiederum den Turm. Also, dann wird es Ketten, Turm,
und Kanone. Und schon zack, haben wir einen anderen Panzer. Und sehen wieder mal schön die Veränderung. Natürlich hier beim Testserver noch alles auf Englisch. Ihr werdet es dementsprechend auch auf Deutsch präsentiert bekommen. Und man sieht auch, wie schaut die Crew aus. Dann der T-127, der Premium, wird auch... Oh. Da ich den hab, wird der hier in der Garage gezeigt. So, dann haben wir den T-80. Man muss wirklich sagen, bei den HD-Panzern, da strengen sie sich wirklich immer an. Und ich finde auch hier die Beschreibung nochmal sehr schön, dass man da so ein bisschen Hintergrundwissen bekommt. So, dann Su-85B. Der T-43 will auch gezeigt werden, wenn ich ihn finde. T-43, damit ist aber nicht der T... Da ist er. Seht es mir nach. Ab und an sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auch hier schauen wir einfach mal, zack, wir machen mal das drauf, wir machen mal da drauf und die Kanone und schon haben wir einen völlig anderen Panzer. Gefällt mir sehr gut, das ist eine vielleicht banale Änderung, aber wirklich sinnig. Zum vorletzten Russen kommen wir jetzt und zwar wird es die Su-122-54 sein. Na, das, den kann ich so nicht stehen lassen. Der muss so gezeigt werden, wie er gespielt wird. Mit der dicken Kanone. Ja. Schaut sehr cool aus. Und last but not least bei den Russen das Objekt 430. Genug von den Russen, wir gehen weiter zu den Deutschen. Da gibt es auch zwei Stück. Da sind wir. Den Panzerkampfwagen 38T. Und den VK-3001. Ich muss noch schauen. Ausführung Paula. Da ist er. Ihr dürft mir natürlich auch immer gern zu euren Favoriten mal eure Meinung schreiben. Wie findet ihr denn die HD-Panzer? Wie findet ihr die Änderungen? Was sagt ihr, macht Wargaming da den richtigen Schritt mit dem Patch? Also so, bei den Briten startet es gleich ganz niedrig mit dem T1.
beziehungsweise bei den USA natürlich, Entschuldigung. Dann der T67. Und so sieht er dann in seiner finalen Pracht aus. Recht clean, muss man sagen. Und da folgt das Ganze dann M60. Wo ist er? Na, M60. Ihr habt sie wahrscheinlich schon lang entdeckt. Also der M60, ich finde ihn jetzt wirklich nicht, seht es mir nach, wird auch angepasst auf HD. Bei den Franzosen wird es mir wieder deutlich leichter gemacht. Und zwar ist es da der AMX 1390. Da ich ihn selber habe, finde ich den auch deutlich schneller. Und jetzt, wo ich kurz drüber nachdenke, den M60 besitze ich nicht. Man kann ihn nicht in der Garage finden. Also von dem her kann ich ihn euch gar nicht zeigen. Nochmal Glück gehabt, dass ich ihn nicht gefunden habe, sondern ihn euch gar nicht zeigen kann. Ja. Recht simpel an dieser Stelle. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Briten. Und welcher Panzer ist denn da der erste, der da verändert wird? Der Bishop, die Arti. So sieht dann das gute Stück aus. Und jetzt suchen wir nach den Centurion MK1. Auch dieser eben in seinem HD-Kleidchen. Ich finde diese Anpassung, die man sofort sieht, wirklich cool. So, und dann geht's nach China zum WZ-131. Auch einfach hier, wie man sofort die deutliche Änderung feststellen kann. Das war's schon wieder in China und wir reisen nach Japan zum ersten der Chihe. Und zuletzt den Chinookaiden Premium. Das wird auch nicht das einzige und das letzte Video zum Testserver sein. Ich werde euch definitiv noch ein Video zur Grille machen. Das ist auf jeden Fall auf der Liste. Aber ich denke, man kann sich so mal die neuen HD-Panzer anschauen. Wie gesagt, ihr bekommt die Liste in der Videobeschreibung. Für die Veränderung der Panzer habt ihr HD-Panzer gesehen und wie gesagt, hier die Änderung. Es gibt noch ein, zwei Sachen, auch mit Sounds, aber das zeige ich alles im Grille-Video. Hier jetzt dann die Übersicht damit beendet. Ich hoffe, ihr habt mal so einen kleinen Sneak Peek gesehen und ich freue euch
freue mich schon, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, euer Alkarama.